So, ich bin's wieder. Diesmal mit einer anderen kleinen Andacht, die wahrscheinlich eine größere Herausforderung vielleicht ist und auch sein soll. Und zwar werde ich über Unabhängigkeit sprechen. Weil wir Menschen, wir sind ja so unabhängig und wir sind auch ganz schön stolz darauf. Wir gehen, wo immer wir hingehen wollen, wann immer wir wollen. Wir ziehen an, was wir wollen. Wir essen, was wir wollen. Wir trinken, was wir wollen. Wann immer wir wollen. Aber stimmt das wirklich? Und was bedeutet Unabhängigkeit eigentlich? Lass uns das herausfinden. Wenn ich wirklich hingehen könnte, wo immer ich hin will und wann immer ich will, dann dürfte ich nicht abhängig sein von Transportmitteln oder von Geld. Leider brauche ich diese Dinge, um von A nach B zu kommen und um mir das auch leisten zu können. Okay, nehmen wir einfach mal an, wir gehen einfach spazieren. Da sind wir doch unabhängig. Weil wir brauchen unsere Füße und unsere Beine, um uns zu tragen. Und jeder, der irgendwann mal eine Verletzung hatte, einen gebrochenen Fuß, gebrochenes Bein oder sogar im Rollstuhl sitzt, der weiß, dass wir uns da nicht drauf verlassen können, dass wir unsere Beine brauchen und dass wir keine Kontrolle über unsere Beine haben. Klar, wir können trainieren und wir können die stärken und alles Ganze, aber im Endeffekt Kontrolle haben wir nicht. Es ist nicht in unserer Hand. Okay. Wie sieht es mit Essen und Trinken und so Sachen aus? Wir brauchen Geschäfte, die Sachen haben, dass wir die kaufen können. Die müssen die Produkte haben. Und die Geschäfte, die sind abhängig von den Lieferanten. Und die Lieferanten sind abhängig von denen, die das ganze Zeug herstellen. Und hergestellt wird es normalerweise aus Rohprodukten, die entweder pflanzlich oder tierisch sind. Und das ist dann wiederum angewiesen auf Wachstum, was wiederum oft dann abhängig ist vom Wetter. Darüber hinaus brauche ich Geld, um einkaufen zu gehen. Okay, nehmen wir einfach mal an, du hast eine große Farm, einen großen Bauernhof, du musst nicht einkaufen gehen, du brauchst also kein Geld. Trotzdem bist du angewiesen aufs Wetter und aufs Wachstum deiner Pflanzen und Tiere. Du bist abhängig. Oder nehmen wir einfach mal das aktuelle Beispiel mit dem Coronavirus. Und die Regale in den Geschäften sind ziemlich leer. Und plötzlich realisieren wir, wie abhängig wir eigentlich sind. Plötzlich wird es uns klar. Weil wenn wir wirklich unabhängig wären, dann würde das bedeuten, dass wir nichts brauchen und dass wir komplett in Kontrolle sind. Zum Beispiel würde es auch bedeuten, wir brauchen keine anderen Menschen. Aber gerade in Zeiten wie diesen, wo wir uns voneinander fernhalten und isolieren müssen, und selbst wenn in normalen Zeiten, fühlen sich Leute oft einsam. Und die leiden darunter. Weil wir brauchen andere Menschen, wir brauchen den Kontakt, wir brauchen die Beziehungen. Wir sind abhängig. Wir sind abhängig von Geschäften, wir sind abhängig vom Arzt für Medizin, von den Pharmazien, von den Apotheken. Als Beispiel
Ich weiß von ein paar Leuten, die im Moment in Afrika festsitzen. Die haben da gearbeitet und die wollen jetzt zurückkommen in ihre Heimat, in ihr Heimatland hier. Und weil alle Flüge gecancelt sind, sitzen die da fest. Die sind abhängig vom Flugverkehr. Oder meine Eltern, die wollten uns besuchen kommen. Und da wir nicht selbst fliegen können, wir sind abhängig wieder vom Flugverkehr und der ist im Moment gecancelt. Von daher keine Chance. Meine Oma ist im Altenheim und die sind im Moment komplett abgeschlossen, wie im Gefängnis. Da geht keiner rein, keiner raus. Sie hat nicht die Freiheit und die Unabhängigkeit, hinzugehen, wann immer und wo immer sie hin will. Und wenn wir näher zu uns selbst kommen, dann wir sind abhängig von unseren Beinen, dass die funktionieren, und von unseren Händen. Meine Hände funktionieren oft nicht so richtig, und dann selbst die einfachsten Sachen wie meine Haare zu föhnen, kann ich nicht machen, und dann bin ich angewiesen auf die Hilfe von meinem Mann. Wir sind abhängig von unserem Herz, dass es weiterhin schlägt. Wir können den Puls, wir haben Einfluss auf den Puls, wenn wir trainieren und so, aber wir haben es nicht unter Kontrolle letztendlich. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann ist es vorbei. Es ist nicht in unserer Hand. Unsere Lunge, wir sind abhängig von der Lunge zu funktionieren. Meine Lunge funktioniert nicht richtig, deswegen bin ich noch abhängig von den Sprays zum Inhalieren. Was bedeutet, ich bin abhängig von meinem Doktor, um mir die zu verschreiben, und abhängig von der Apotheke, dass ich die da bekomme, und abhängig von der Pharmaindustrie, die zu produzieren. Ich bin ziemlich abhängig von den Sachen. Wir sind abhängig vom Geld, wir sind vom Geld abhängig, um Sachen einzukaufen. Was bedeutet, wir sind abhängig von unserer Arbeit, um Geld zu bekommen. Und das bedeutet, wir sind abhängig von der Gesamtsituation eines Landes, sodass wir Arbeit haben. Wir sind abhängig. Und besonders in diesen Zeiten wie heute mit der Krise mit dem Coronavirus oder auch in anderen Krisen, sehen wir und realisieren, wie abhängig wir sind. Und wie schwach wir eigentlich sind und wie wenig Kontrolle wir eigentlich haben. Ich kann mein Herz nicht kontrollieren, ich kann den Herzschlag nicht kontrollieren. Wir haben keine Kontrolle und wir haben Dinge, die wir brauchen.